verstehst du Österreich? Das ist so laut, die ganze Zeit.
Wer hat denn gespielt? Da, Stefan, setzt der Brüllen auf, das sind wir alle gleich. Wir haben Nummern ausgetauscht. Nee, das ist schon immer mit mir. Gary, warum? Gar nicht so meint der Scheiße, was sie gehört oder so irgendwas. Ja, und ich hab schon die erste Sports, gell? Technical Timeout und Deutschland hat sich die Führung. Spiel diese Technical Timeout wieder geholt. Deutsche Pause. So sehen. Mein Block.
10 ab. Ja, wie denn? Ich meine, so blöd ist das Teil. Lächeln! Genau! Viel Einsatz bei den Österreichern, aber Deutschland holt sich die Führung wieder. Zum vierten Mal. Deutschland die Führung 16:15. Mal die Scheißstiebel da richtig können. Und wieder ist es Sebastian
2017, erster Satz bei Deutschland. Das ist der erste Satz. 21:18 geht der an Deutschland. Auf der VIP-Tribüne heute der Kärntner Jugendtag mit vielen Fans. Wer von euch ist denn zum ersten Mal hier bei uns? Wer unterm Dach ist zum ersten Mal hier? Doch nicht so viele, die wir einschulen müssen. Wie schaut es draußen im Freien aus? Wer war schon öfter hier bei uns? Wer ist zum ersten Mal da? Na doch einige. Also, es gibt ein paar Aktionen beim Beachvolleyball, wo alle Fans, egal wo sie sitzen, mitmachen. Das Einfachste, das haben wir schon gesehen, das ist der Block. Dann hört sie folgendes. Mein Block, mein Block, mein Block. Mein Block, mein Block, mein Block. Genau, dann haben alle die Arme oben und es wird die Blockbewegung nachgemacht. Dann gibt es natürlich auch den harten Angriff, wo wir ebenfalls wissen, wie es ausschaut. Genau. Und das Schöne daran ist, dass es auf jedem Sitzplatz kostenlos ist. Egal, ob man in der Sonne sitzt oder im Schatten, das ganze Stadion unterstützt alle, die hier dabei sind. Damit holen wir sie zurück in Gelb, Deutschland. Und in Weiß, Österreich.
Frankfurt zum Dienst. Der Kummer will nicht aufhören. Das ist immer der erste Mal. Ich weiß, ja, aber gibt mir nicht aufhören, dann beeilen wir gar nichts. Aber das ist ein bisschen drauf gewesen.
so groß, dann lässt sich das Spiel von nicht weniger. Zack, Maxwell und Ausgleich. 2,6 Meter großen Sebastian Dohlinger. Technical Timeout auf dem Center Court. 2:9.
Selbst die Silvia Linienrichterin hat ebenfalls die Fahne gehoben und dann wieder gesenkt. We will listen to the first referee. Four mark is completely out. Point goes for Austria. Also der Ball zur Mitte. Der Punkt geht an Österreich. Wir wechseln wieder. Auf die Seiten. 13 zu 15. Thank you.
4 Punkte vorne. Brauchen Nummer 2. Und das ist das Ende des Spiels. 21 zu 18 und 21 zu 16. Deutschland zieht in die zweite Runde. Gratulation an Sebastian Dollinger und Stefan Windscheid. Einen Sieg brauchen Sie noch, um in den